Charisse Krüger kämpft seit über 10 Jahren mit Depressionen. Nach einem erfolglosen stationären Aufenthalt in einer Klinik und einer ambulanten Therapie versuchte sie, sich das Leben zu nehmen und wachte wieder auf. Heute geht es ihr besser, aber die Corona-Krise, das spürt sie, verschärft die Situation für psychisch Erkrankte massiv. Ich glaube, dass das sehr viel mit der Psyche machen kann, dieses Vereinsamen, nicht selber darüber entscheiden zu können, was man möchte und was nicht. Weil genau das ist, finde ich, wenn man in der Depression ist, das Wichtigste, dass man entscheiden kann, das möchte ich heute machen und das nicht. Und durch Corona ist man super eingeschränkt und bekommt quasi vorgegeben, was man tun kann und was nicht. Und das engt einen noch mehr ein in dem Leben, wo man sich sowieso schon total eingeengt fühlt. Deswegen glaube ich, ist es nicht nur für mich, sondern für ganz viele Menschen sehr belastend. Vor allem die Angst vor einem erneuten Lockdown macht der 27-Jährigen zu schaffen. Das, was ich jetzt am meisten brauche, sind Menschen um mich herum, die mich verstehen und die mir gut tun. Und bei uns war es auch tatsächlich so, dass meine Mama immer gesagt hat, selbst wenn Corona ist, im äußersten Notfall, wenn ich es wirklich nicht mehr alleine schaffe, dann darf ich vorbeikommen, egal wie die Maßnahmen sind. Weil du kannst einem psychisch Erkrankten mit schweren Depressionen nicht verbieten, zu seiner Familie oder zu guten Freunden zu fahren, wenn der zu Hause sitzt und vielleicht Suizidgedanken hat oder so. Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe hat Betroffene Anfang des Jahres befragt. Bei 44% der Patienten hat sich die Depression durch den Lockdown verschlechtert, bis hin zu Selbstmordversuchen. 22% der Betroffenen bekommen wegen fehlender Kapazitäten keinen Behandlungstermin. Und auch für die Allgemeinbevölkerung ist die Situation belastender als je zuvor. 71% der Bundesbürger empfanden die Situation als bedrückend. Und es gibt Menschen, die ihren depressiven Schüben trotzen, so wie Charisse Krüger. Es wird wieder besser, es wird wieder heller, der Frühling wird kommen, wir werden alle wieder lachen können, die Sonne wird wieder scheinen und das ist das, woran man festhalten sollte, dass man einfach weiß, wie es sein kann und dass der Weg dahin bald kommen wird.